Mein Name ist Maximilian von Lütgendorf und ich bin ein Opernsänger im Stimmfach Tenor. Bel Canto Arts hat eine Reihe von Interviews begonnen, um anhand von Fragen, die euch interessieren und die ihr uns geschickt habt, tolle Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker und natürlich auch Sängerinnen und Sänger vorzustellen. Also Singen und Musik, das bedeutet für mich im Grunde Lebensinhalt. Ein Tag ohne Musik ist für mich kein schöner Tag. Ich brauche Musik tatsächlich zum Leben. Festgestellt habe ich das eigentlich schon als ganz kleiner Stimpf. Und zwar habe ich Musik, seit ich denken kann, gehört. Und das erste Mal in Berührung mit Oper kam ich, als ich 11 war. Da habe ich die Aufnahme von Turandot gehört mit Dame Sutherland, mit Pavarotti und Cavalier. Und seit dem Tag hat mich diese Welt fasziniert und seit dem Tag habe ich auch meine Liebe zu Puccini entdeckt. Turandot war seither meine Lieblingsoper und es ist tatsächlich so geblieben. Also Musik und Singen sind für mich Lebenselixier. Das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar gibt es eigentlich zwei große Herausforderungen. Die erste ist die körperliche Fitness. Denn gerade wenn man in einer Oper mitspielt und mitsingt, dann muss man körperlich fit sein. Das betrifft einmal die Stimme, die muss man pflegen. Denn sowohl in der Probe als auch dann natürlich bei den Aufführungen muss die Stimme da sein. Man muss abrufen können, sein können. Und man muss natürlich für die Menschen, die das Ganze gerne sehen und hören möchten, die Rolle, die sie lieben und das Stück, das sie gut kennen, so rüberbringen, dass sie einen schönen Abend verbringen. Also für mich ist es ein Anliegen, das so zu machen, dass die Leute mit einem tollen Erlebnis nach Hause gehen. Das heißt, man muss auf die Fitness im Körper achten, man muss auf seine Stimme achten und es ist sehr wichtig, dass man das Kapital, was man hier hat, schützt und pflegt. Dann die zweite große Herausforderung, die ich nicht unerwähnt lassen will, ist das Leben von diesem Job. Es gibt einige, die leben sehr gut davon, aber es gibt einen Großteil von Menschen, die jeden Monat schauen müssen, dass sie über die Runden kommen. Einfach aus dem Grund, weil sie selbstständig sind. Gerade in der jetzigen Zeit haben wir gröbere Probleme deswegen. Aber ich denke, das wird sich bald wieder regulieren. Und die größte Herausforderung, die wir als Künstler haben, ist, dass wir zwischen diesem "wir müssen davon leben" und unserem Herzen immer eine Balance halten. Dass man nicht irgendwann frustriert ist, weil man meinetwegen einen Monat mehr zu kämpfen hat als im nächsten. Weil eigentlich ist dieser Job, was wir hier machen, eine Herzensangelegenheit, sonst könnte man das gar nicht machen. Interessante Frage. Es gibt eine Sache, die ich sehr gerne noch sein würde und die mich auch immer schon interessiert und das ist Schauspieler. Die Schauspielerei hat mich auch immer schon fasziniert, gerade auch die im Film und ich hoffe, dass ich im Laufe meiner Karriere und im Laufe meines Lebens doch noch die Möglichkeit haben werde, mir das auch anzuschauen und auch dort ein bisschen hinein zu schnuppern und eben auch mal da arbeiten zu dürfen. Genauso auch wie im Bereich der Regie, der mich auch sehr interessiert, das habe ich früher mal gemacht. In meinen jüngeren Jahren habe ich auch mal ein bisschen Regie geführt und das wäre auch etwas, was ich gerne noch einmal irgendwann täte. Aber wenn ich sagen müsste, was ich geworden wäre, wenn ich gar nichts mit Musik oder auch Schauspielerei zu tun gehabt hätte, das ist dann tatsächlich das Fach der Psychologie. Da hätte ich Psychologie studiert und hätte mich mit der Psyche des Menschen oder der Menschen befasst. Denn es ist auch schon alleine, wenn man sich eine Oper ansieht, faszinierend, hinter die Fassaden der einzelnen Charaktere zu schauen. Auch wenn die natürlich ein bisschen stereotyper gehalten sind als die Menschen da draußen, aber das ist schon eine sehr faszinierende Sparte, die mich auch immer noch interessiert. Musik.
Zum Leidwesen meiner Verlobten. Aber ich muss sagen, da ich in einem sehr musikerfreundlichen Haushalt lebe, ist das nicht nur bei mir der Fall. Ja, doch, manchmal. Dann teste ich Dinge, die ich vielleicht auf der Bühne noch nicht so testen würde. Doch, ja, ich singe unter der Dusche auch. Ja. Also mein Wien-Bezug ist einmal mein Großvater, der ist nämlich in Baden bei Wien geboren worden und ich habe ironischerweise, er ist nämlich leider seit 2003 schon nicht mehr unter uns. Ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her, da habe ich eine Aufnahme gefunden von ihm auf einer Kassette und habe seine Stimme nach doch sehr langer Zeit wieder gehört und dann ist mir erst aufgefallen, dass er einen Wiener Sprachton, also eine Farbe in seiner Stimme hat, die wienerisch ist. So. Und das ist mir vorher nie aufgefallen. Erst seitdem ich hier war, ist mir das aufgefallen. Und mein Wien-Bezug ist natürlich mein Großvater, weil er eben tatsächlich hier aus diesem Umfeld stammt. Und mein zweiter ganz großer Bezug zu Wien ist, dass ich hier Musik studiert habe. Ich habe 2007 hier Gesang studiert an der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Habe 2013 meinen Bachelor gemacht und bin seither tatsächlich in Wien. Seit 2007 bin ich jetzt in Wien und bin ziemlich mit der Stadt verwachsen. Das gebe ich zu. Ist es etwas, was man noch nie erlebt hat? Also ich glaube, keiner von uns, der jetzt auf der Welt ist, hat so eine Situation jemals erlebt, dass auf der gesamten Welt so ein Notzustand herrscht und dass von einer Sekunde auf die nächste alle möglichen Engagements und Konzerte und abgesagt worden sind und dass tatsächlich auch Häuser wie die Staatsoper oder auch die Met weltweit zumachen, dass im Grunde die Spielzeit momentan nicht weiter stattfindet. Das ist eine Situation, die ist fast schon ein wenig surreal und man muss sich erst daran gewöhnen, dass es tatsächlich stattfindet. Das Positive, was ich dann auf der anderen Seite erkenne in dieser Krise, ist, dass neben recht irrationalen und ängstlichen Reaktionen auf die ganze Sache dann doch auch Dinge stattfinden, die mir den Glauben an die Menschheit dann doch ein bisschen zurückgeben. Und zwar fahre ich momentan dadurch, dass ich einige Engagements auch abgesagt gekriegt habe und dadurch natürlich auch einen finanziellen Verlust hatte, Medizin aus. Und komme dadurch öfter an Haustüren vorbei und habe da oft Zettel hängen sehen, von wegen mein Name ist so und so, ich wohne in diesem Stock und wenn Sie meine Hilfe brauchen, bitte sagen Sie Bescheid, ich werde für Sie einkaufen gehen etc. Und das ist ein Beispiel von vielen, wie die Solidarität unter den Menschen sich inzwischen ausbreitet und wie man einfach wieder miteinander besser umgeht. Was noch stattfindet, ist, dass die Welt als Ganzes entschleunigt. Man kriegt wieder ein Gefühl dafür, was ist wirklich wichtig. Man merkt, dass die Menschen um einen herum dann doch auch noch da sind und dass es nicht nur darum geht, weiter zu hetzen, sein Leben zu führen und zwar so, ohne die anderen zu beachten, sondern es geht wieder um etwas im Leben. Und das empfinde ich als ganz wichtig und ich habe in den letzten Tagen auch Nachrichten gesehen aus Venedig, wo dann plötzlich die Tiere in den Kanal zurückkehren und alles plötzlich ruhiger wird. Und ich hoffe, dass diese Zeit, die wir jetzt durchmachen müssen, uns an das erinnert, was wirklich wichtig ist und dass wir das alle halbwegs gut überstehen werden. Das ist meine große Hoffnung und ich hoffe und wünsche uns allen, dass das klappt. Für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wirklich treffen und wünsche euch viel Freude mit unserem Kanal. Ciao.
Momente, Blooper Reels. Um stets up to date zu bleiben, lohnt es sich, diesen Abo-Button anzuklicken, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und uns auf Facebook zu besuchen. Wir freuen uns.